Weiter geht's. Jetzt sind die Herren an der Reihe. Erste Bundesliga, Feldhockey, Saison 2017-2018. Düsseldorfer Hockeyclub gegen den Havelske Ruder Tennis und Hockeyclub. Ja, Christoph Bechmann, herzlichen Glückwunsch. 10-1, das heißt übersetzt alle 6 Minuten ein Tor. Hast du dir das so einfach vorgestellt? Nee, natürlich nicht. Das Ergebnis und den Sieg nehmen wir natürlich super gerne mit nach Hause. Dass wir hier 10 Tore schießen, ist natürlich ein Tick zu hoch. Wir schießen, glaube ich, jede Ecke rein oder fast jede Ecke. Körper schießt 7 Tore. Das ist eine Qualität und ja, muss man erstmal machen. Und wie gesagt, wir sind rundum zufrieden. Das kann ich mir vorstellen. Beim DHC war es ja zum Schluss so, einige Chancen. Aber wenn man so weit hinten liegt, macht man die nicht ein. Jemand, der 8-1 führt, macht solche Dinge ein. So war es bei euch. Wenn ihr richtig gute Chancen hattet, dann hat es auch geklingelt. Wie geht es denn weiter? Meint ihr, es wird immer so leicht? Wäre schön. Jetzt fahren wir nächste Woche wieder auswärts an Nürnberg, München. Wird wieder auch heiß. Wir gucken von Spiel zu Spiel. Wir wollen die Spiele gewinnen. Wir wollen Spaß haben. Wenn wir so viele Tore schießen wie heute, ist es ein toller Tag. Ja, du sagst gerade Nürnberg, München. Aber die Fachleute sagen, dann habt ihr die 3 vermeintlich schwächsten Mannschaften erstmal erledigt. Ja, weiß ich jetzt nicht so. Also ich weiß aus der Vergangenheit, dass wir uns gegen Nürnberg immer schwer tun. Das wird da mit Sicherheit nicht einfach. Und wir sind ja eigentlich auch eine sehr heimstarke Mannschaft. Insofern freuen wir uns danach auch auf unsere Heimspiele, wo wir eigentlich auch immer ganz gut gute Spielepartien können machen. Dann können wir nur hoffen, dass dem DHC nicht ähnlich arg ergeht, wenn er in Hamburg ist. Vielleicht haben sie ein bisschen daraus gelernt, wo die Ecken vom Körper hingehen. Das war ja nun zu sehen. Da hätte vielleicht doch noch dieser oder jene gehalten werden müssen, oder? Ja, das ist, ich glaube, der Aufsteiger zahlt ja erstmal ein bisschen Tribut oder Zolltribut dem HTRC, unbekannter Gegner, auch für die Düsseldorfer, letzte 2 Jahre in der 2. Liga gespielt. Die werden sich verbessern, werden auch ihre Punkte holen, da bin ich mir sicher. Hoffentlich nicht gegen uns, aber ansonsten wünsche ich Ihnen natürlich ganz, ganz viel Glück. Vielen Dank, Christian.